Hallöchen und willkommen zurück bei Let's Play Inazuma 11 3 Team Ogre Kräft an. Wir sind jetzt angekommen im japanischen Bereich im Wohnheim und wir gucken uns erstmal hier ein bisschen um, denn ich glaube, da gab es noch. Oh. Ne, da gibt es noch nichts, aber vielleicht später. Ein Spezialtraining. Genau, ein paar Küsten. Wusste ich's doch. Hallo? Hallo? Hallöchen. Richterspruch. Ah, interessant. Das war doch eine Technik von der Zeus Junior High, oder? Menü. Spezialtechnik, genau. Was für eine Umstellung. So. Wer hat noch nichts? Wer will nochmal? Verteidiger, Verteidiger, Verteidiger. Mittelfeld. Du hast schon Kombischuss. Da vielleicht was? Ohne Verteidigertechnik ist das okay. Dann wieder zurück. Kane vielleicht, der hat noch gar nichts. Was zwar elementtechnisch nicht so ganz, aber ich glaube, einen feurigen Verteidiger habe ich gar nicht. Du bist ein Stürmer, Stürmer. Oh. Tot. Iron Cell, okay. Stimmt, da passt es. Okay, dann kriegst du den Richterspruch. Zack, auch zum Abblocken. Wunderbar. So, haben wir es auch schon. Gibt es da noch irgendwas? Nö, hier nicht und hier auch nicht. Okay, auch keine Gegner. Wunderbar. Eure tollen Fans haben mich immer unterstützt. Viel Glück für euer nächstes Spiel. Ihr schafft das in der Summe Japan. Natürlich schaffen wir das. Von hier aus kann man in der Summe Japan super im Training beobachten. Aber sagt ihr nicht, dass ich zusehe. Nein, nein, ich sag ihm nix. Oh, ein Hase. Hoppel. Ich heiße Jack. Ich bin mit einem alten Freund nach Ryokot gekommen. Aber jetzt sich aus dem Staub gemacht. Ach, das war doch deine Typ am Strand, oder? Hieß der nicht Jack und hat einen Hasen gesucht? Hm. Hoppel. Wo könnte er nur sein? Miau. Wusstest du, dass es insgesamt 9 unterschiedliche Arten von Spezialtraining gibt? 7 davon erhöhen die Statuswerte deiner Spieler. Die übrigen 2 steigern deine KP und TP. Miau. Versuche sie alle zu finden und so dein Team in Topform zu bringen. Das weiß ich doch schon. Wow, seht ihr mal die Keulkarpfen hier im Teich an. Sie sind wunderschön, findet ihr nicht? Ich sehe sie nicht, aber jo, wunderschön. Ich will noch aufladen, wunderbar. Und hier geht es wieder raus zum Bildschirm. Hier ist nichts mehr, oder? Oh, sogar. Oh. Sternekreuz, okay. Dann muss ich mal bei meiner privaten Explosionsversion nachgucken. Ich glaube, da war ich noch gar nicht. Das ist ja auch was. Ne, da geht's raus. Das ist der eiskalte Technik. Oh, Sam. Wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Wir wollen immer noch Japan vertreten. Auf geht's. Lass uns Fußball spielen. Mhm, die kennen wir schon, der Reimer Fußballclub. Unsere alten Freunde von zu Hause. Die geben nicht auf, das ist super. Hoppala. Ne, schon mal gut genug für den Kasten. Braucht immer schon. Ne, so einen Schuss könnte er reinkriegen. Oder durchlassen, aber. Natürlich. Nicht. So, und dann Matt. Ich habe gerade ein bisschen Schuhnustons gestockt, das ist wieder eine kleine Umstellung. Und Himmelshand! Catch den Ball! Wunderbar. Ich muss ihn mal umschalten. So. Wir sind die Blauen. Sieht man es auch, kommt durch die Kurve, aber so sieht man es ein bisschen besser. So, und Volley, Fallrückzieher, Schuss und Tor. Woo! Da macht er vor Freude ein Salto. Zum Trainieren ist nicht gerade so gut, aber besser wie nix. Schade, kein neuer Spieler. Hier geht's auch wieder raus, oder? Genau. Gut, da wollen wir nicht hin. Also
rein in das Wohnheim. So, wir sind da. Echt schick. Ah, eine Kiste. Das merke ich mir. Echt stylisch. Schön klassisch japanisch. So wie wir es mögen. Wahnsinn! Sehr cool, wie zu Hause. Willkommen im Wohnheim des japanischen Teams. Das alles hier ist nur für uns. Es ist fantastisch und so groß. Und unser Wohnheim zu Hause sieht dagegen aus wie der Schuppen und Garten meiner Eltern. Oh ja, es ist riesig. An diese spezielle Weltmeisterschaftsbehandlung könnt ihr mich glatt gewöhnen. Ihr müsst euch zunächst an das Training gewöhnen. Draußen gibt es einen Fußballplatz. Raus mit euch, sofort. Ach man, was? Aber wir sind ja gerade erst angekommen. Und die Reise war wirklich anstrengend. Ich muss erstmal was essen. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr euch gleich wieder ins Flugzeug setzen. Nehm Leben an. Ich steck nicht wieder in dieses Ding. Schon bei den Gedanken muss ich fast. Marc, ich habe gute Neuigkeiten für dich und die Jungs. Ihr könnt es gegen alle Teams antreten, gegen die ihr in der Vorrunde gespielt habt. Und zwar über die große Fußballtour. Ah, interessant. Wirklich? Dann können wir also erneut gegen Australien, Katar und Korea spielen. So oft wir wollen. Genau. Wenn ihr sie besiegt, könnt ihr ihre Spiele abwerben. Also ist jeder eure Gegenspieler aus der Asienqualifikation nun ein potenzieller neuer Mannschaftskollege. Das ist schon cool. Die große Fußballtour ist weiterhin über Herrn Feierwill im Wohnheim der Reimann verfügbar. Und es gibt ein Gerät in unserem neuen Wohnheim hier, mit dem du Spiele abwerben kannst. Habe ich schon gesehen da vorne. Genau. Der rechte? Ne, der linke? Du kannst außerdem das Gerät im Wohnheim der Raimon oder im Bus verwenden. Abwerben. Wirf Spieler von gegnerischen Clubs ab und machst die zu deinen Mitspielern. Im Minasuma-Bus und an anderen Orten gibt es Maschinen, mit denen du Spieler abwerben kannst. Okay, das ist dann die linke Maschine, oder? Das rechte ist ja das für die Suchgeber Bekannte, das auch Sof benutze. Eine Sache noch bezüglich des Clubhauses an der Raimon Junior High. Es gibt dort eine Tür, die du bis jetzt noch nicht öffnen konntest. Hinter ihr befindet sich ein Gang, der nach unten führt. Wenn du etwas Zeit hast, solltest du da mal hingehen und nachsehen, wohin der Gang führt. Nutze diese neue Abwehrmöglichkeit so gut es geht. Du verstehst doch, wie wichtig es ist, dein Team zu verstärken, oder? Ja, Trainer Himmel. Es wird bestimmt viel Spaß machen, Mitspielern aus all diesen Ländern zusammenzuspielen. Oh ja, das wird ein Spaß. Gut. Jetzt aber raus auf den Trainingsplatz. Du wirst von Wohnheim bloß über die Straße gehen. Ich hoffe schon mal voraus. Sprich an, wenn du bereit bist. Den haben wir schon gesehen. Geh zum Platz von Wohnheim und trainiere. So, jetzt haben wir da wieder das Neues gekriegt. Geblockt. Schaut doch mal unseren Bereich an. Nun, das Wohnheim sieht interessant aus. Ich kann gar nicht erwarten, mir alles anzusehen. Aber jetzt ist nicht die Zeit dafür, Leute. Ihr müsst trainieren. Gut, ich habe Zeit. So, das gucke ich mir später an. Ein kleines Büro. Fotos kann ich hier nicht machen, aber keine Gesprächsthemen. Das heißt, das muss ich gar nicht so gründlich angucken. Das spart mir Zeit. Und hier war eine Kiste da. Ist sie doch. Mach auf. Schutzamulett Bronze. Aha. Ist hier auch was? Nö. Nur so eine Art. Ah, da geht's noch hoch. Und noch mehr Zimmer, cool. Und noch mehr Küsten. Akrobatenblock. Hört sich cool an. Sonst sind hier doch nur ein paar Zimmerchen. Hier ist nichts. Da auch nichts. Nö. Und. Nö. Dem Spiel traue ich alles zu. Dann gucke ich mal lieber. Ah, da habe ich noch was. Was ist denn hier schön
Ah, Nudeln. Die gute alte Nudelsuppe. So. Gut, dann nehmen wir jetzt erstmal noch die Maschine angucken. Also das rechte Wort zum Abwerben. Ne, das linke ist zum Abwerben und das rechte ist das andere. Hallo Inazuma Japan. Seid ihr auf der Suche nach neuen Spielern? Jupp. Ah, noch geht nichts, okay. Das ist doch erst gegen die Spielen. Gut, dann halt nicht. Das war die Suche bei Bekannte, genau. Da haben wir nur. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Genau, da haben wir nur Direm und Braver Hardy. Ich könnte dir mal nochmal Seki holen. Aber die meisten sind wirklich nicht gerade so ultra stark und bis ich da die richtig starken finde, dauert es ewig lang, deshalb werde ich da im Let's Play nichts machen. Aber privat habe ich da schon einige geholt. Und da gibt es auch einige richtig coole. Aber das ist doch ein bisschen zu aufwendig und naja, muss nicht unbedingt sein. So, jetzt gucke ich erst einmal nochmal die Türen, die sie gesagt haben. So, ich muss ein bisschen umständlicher reisen hier. Karte. Ah, genau, so ist es. Gott, was für eine Umstellung. So, dann wieder so, dann wieder so, dann wieder so. Da, 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 da. Und da. Dann fliegen wir mal zurück für ein paar Minuten. Dum, 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 dum. Und gucken uns mal halt die Türe an, die jetzt offen ist. Tschüss. Auch wenn es hier Punkte kostet. Und das leider nicht so knapp. Was ist mit dir? Die freie Fußballtour. Das war wohl das andere gehen, genau. Einkaufsviertel. Ein Fußballverband, okay. Das ist wieder was anderes. Das war hier drin. Eine Tür noch unten. Das müsste hier sein. Nö. Hier. Ah, hier ist es, genau. Du kannst jetzt nach unten gehen. Das war auch eine Fußballtour, genau, das war bei dir. Puh. Es ist echt anstrengend, sich wie ein Roboter zu benehmen. Ich meine, beep, neue große Fußballtour verfügbar. Beep, verwende Items, um Spiele freizuschalten. Beep, verzeih verzögerte Vorstellung. Meine Kennung lautet Maschine, der Herr der großen Fußballtour. Beep, große Fußballtour initiiert. So, das heißt, da gibt es auch eine. Da brauche ich aber einige Items. Und wie das geht. Tja. Oh, Fragezeichen, interessant. Wie das geht, tja, da müsste ich noch ein bisschen gedulden. So ein Jahr ungefähr. Denn wie ihr bereits wisst, das gibt's alles bei Inazuma Eleven Ultimate. Und ich glaube, bis dann die Fußballtouren im dritten Teil kommen, wahrscheinlich noch mal ein halbes Jahr, keine Ahnung. Und ich werde das alles irgendwie so machen, vom ersten bis zum so gesehen sechsten Teil zu zocken. Ich weiß aber nicht, ob ich es wirklich erst alle vom ersten Teil machen, alles vom zweiten Teil oder gleichzeitig die Inazuma-Trilogie und gleichzeitig noch die Inazuma-Go-Trilogie zu spielen. Das heißt, dass erst ein Match vom ersten Teil kommt und am nächsten Tag ein Match vom ersten Go-Teil kommt, wie ich es irgendwie so mache. Da habe ich noch gar keinen Plan. Aber naja, wie gesagt, das alles dann, wenn ich jeden Teil durch habe. Und das kann auch ein bisschen dauern, denn bisher ist von Galaxy noch gar nichts bekannt vom sechsten Teil. Der sechste und letzte Teil dieser tollen Spielereihe. Aber das ist alles Zukunftsmusik. So, erst einmal trainieren. Hallo? Also gut, sollen wir anfangen? Jupp, großartig. Es ist Zeit für Training. Viel Glück, Leute. Da-da. Schau,
Dein Ball. Komm schon. Perfekt. Sanford ist wirklich schnell in letzter Zeit. Er hat sich ganz schön verbessert. Und damit steht er nicht alleine da. Kevin ist wie verwandelt. Und boom! Ne? Sieh genau hin, Axel. Dies ist ein kleiner neuer Trick von mir. Drachenodem! Episch. Aber gehalten. Ne? Der ist drin. Wow. Wow. Was für ein gewaltiger Schuss, Kevin. Du bist der Beste. Hahaha. Was meinst du dazu, Axel? Machst du dir schon Sorgen um deinen Stammplatz? Das solltest du nämlich. Kevin hat Drachenodem erlernt. Falls Axel sich Sorgen macht, dann meinetwegen. Nicht deinetwegen. Deinetwegen? Ein kleines Würzchen, wie du glaubst, der kann extra böse übertrumpfen, dass ich nicht lache. Was weißt du denn schon? Du bist doch derjenige, der seinen Stammplatz an extra abtreten musste. Oh, das muss irgendwann kommen, was? Dann lass uns doch mal sehen, ob der Spiel so gut ist wie dein Mundwerk. Wie wär's denn deinem kleinen Wettkampf, Austin? Na, was sagst du? Ich bin dabei. Willst du es nicht aufhalten, Mark? Und damit ein bisschen gesunden Wettbewerb verderben? Auf keinen Fall. Ich glaube, die beiden tun einander ganz gut. Und jetzt lass uns trainieren. Oh Mark, fast hätte ich es vergessen. Deine Managerin und ich haben eine Kleinigkeit für dich. Aber jetzt ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt. Komm einfach zu mir, wenn du mal eine Pause vom Training brauchst. Okay. Sprich nach dem Training mit Celia. Okay, das Training ist wahrscheinlich schon vorbei, so wie es aussieht. Okay, dann quatschen wir mal mit Celia. Jupp. Bitte das Training beenden. Ich brauche doch kein Training, denn ich bin so gut. Tada! Na, was meinst du? Es ist ein neues Teil für den Reifentraining. Ah, okay. Das alte war schon total zerfranst. Also entschieden wir uns, dir ein neues zu flechten. Wir haben es zu dritt gemacht. Ist das euer Ernst? Das ist toll. Danke, Mädels. Dann sollte ich es wohl an meinen Reifen binden und gleich mit dem Training beginnen. Was? Hast du auch einen Reifen hier? Was? Jetzt? Aber das Abendessen ist fertig. Ja, das hätten wir bekommen sehen müssen. Das ist unser Mark. Ich bin so froh, dass es ihm gefallen hat. Stimmt ja genau. Das war glaube ich irgendwie so, dass bei jeder Edition, also bei Explosion, Kettenblitz und Team Ogre greift an, eine von den drei Mädels da ein bisschen mehr Chancen bei Mark hat, sag ich mal. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie das bei Tiobrok ist, aber ich glaube, da hat auch eine von ihnen eher Chancen bei ihm. Mehr oder weniger. Also, das kann schon interessant sein. Denn ich glaube, das mit den Stylus-Bomben jetzt komplett neu. Moment mal. Na toll, das fehlt uns noch. Ist es jetzt eine Dreiecksbeziehung oder eine Vierecksbeziehung? Ich bin verwirrt. Alle wollen ihn nur ins Bett kriegen. Oh, sieht cool aus. Schöne Außenansicht. Oh, Himmelshand! So, so. Was haben wir denn da? Wer sind Sie? Oh, das ist jetzt neu. Die treffen sich ja eigentlich ein bisschen später. Du trainierst mit einem alten Reifen, hm? Sowas habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Da sitzt ein bisschen mein Fuck. Hm.
habe schon immer so trainiert. Auf diese Art habe ich meine besten Spezialtechniken erlernt. Spezialtechniken? Wie die Himmelshand, die du gerade trainiert hast? Genau, sie ist was Besonderes. Ich habe sie von meinem Opa gelernt. Ja, ja. Und dein Opa bin ich. Dank der Himmelshand und meinem Opa haben wir es überhaupt erst in die Endrunde geschafft. Verlässt du dich bei solchen Sachen immer auf deinen Opa? Wie meinen Sie das? Nun, möchtest du nicht auf deine eigene Art Fußball spielen? Auf meine eigene Art? Entschuldige, Kleiner. Vergiss es. Vielleicht bist du dafür noch nicht bereit. Jedenfalls viel Glück mit dem Reifen. Mach ihn fertig. Ah, jetzt hört er ab, okay. Was wollte der Mann von mir? Wollte er mir irgendwas sagen? Opas Weg ist auch mein Weg. Seine Spezialtechniken sind alles, was ich brauche. Mit diesen Techniken werden wir bis ins Finale kommen. Und gewinnen! Da ist er. Das ist also der berühmte Mark Evans. Echt eine interessante Story. Ein bisschen interessanter auch wie die Story von Kettenblitz und Explosion, genau. Da war die Story ein bisschen anders, aber irgendwie ist das ein bisschen interessanter. Schon cool. Und mal wieder ganz kurz Paolo Bianchi. Nicht Paolo Bianchi, der... Gott, ich komme so durcheinander. Dann machen wir erstmal Sam nieder. Das war ein anderer wichtiger Storyspieler. Paolo war der Italiener. Und... Zack. Renn das Ding. Gott, ich bin so verwirrt. Und dann. Ja, Spitze! Da. So, ein paar Punkte. So, gehen wir mal ein bisschen rein oder erstmal aufladen. Aufladen kann ich schaden. So. Und wieder rein hier. So. Wir sind fertig. Ist das wahr? Bist du die sicher, Gregory? Es scheint so. Wir haben sogar Berichte von Augenzeugen. Aber ich werde die Sache eingehend überprüfen, um sicher zu gehen. Wenn er tatsächlich noch am Leben ist, dürfen wir nicht frei rumlaufen lassen. Wer denn? Herr Smith. Was tun Sie denn hier auf Leo Kotz? Ich bin hier, um mir ein paar Spiele anzuschauen. So. Ich muss dann auch los. Viel Glück, Mark. Ist eine super Erklärung. Das läuft ja nicht im Fernsehen oder so. Ich frage mich, worüber die beiden gesprochen haben. Das sehen wir noch früh genug. Am nächsten Tag, am Morgen der Eröffnungszeremonie. Schon, die waren noch gar nicht. Ach, das wird cool. Sind alle da? Wir müssen bald zur Eröffnungszeremonie. Gott, ich mich freue, das wird so cool. Sie haben sogar den in der Summerbusse hier transportiert. Mann, oh Mann. Es wurden weder Kosten noch Mühen geschwitzt. Was? Dio Kott ist groß, Kevin. Ohne den Bus wäre es schwer, hier alle Orte zu erreichen. Stimmt. Die Titanen-Arena, wo die Zeremonie stattfinden wird, ist ziemlich weit weg. Sie ist das prachtvollste aller Stadien auf Diokot, wird der Austragungsort für das entscheidende Spiel sein, das FFI-Finale. Und dann müssen wir vor aller Welt durchmarschieren? Ah, das wird schon. Oje, daran hatte ich gar nicht gedacht. Fürchtest du dich jetzt auch trotzdem?
Ich weiß es nicht. Du zitterst ja richtig. Zittern? Na und? Was ist schon dabei? Ich zitter vor Aufregung, verstanden? Und du musst gerade reden. Sieh dich doch mal an. Na, ich kann nichts dafür. Ich wurde so geboren, klar? Also, bekommen wir die Online-Teams aus nächster Nähe zu sehen? Das wird bestimmt interessant. Nicht wahr, Mark? Auf jeden Fall. Ich kann jetzt kaum erwarten. Kommt, auf zur Titanen-Arena. Du kannst jetzt zur Titanen-Arena in Zentral-Liukot gehen. Nee, da fahre ich lieber. Bis Schlüsselzeit haben wir noch. So. Hervorragend. Dann geht's los. So, hier oben. Zentral-Liukot. Ah, genau hier. So. Titanen-Arena. Oh, ganz schön riesig. Epic. So, Hallöchen. Ach du liebes Büffchen. Es ist ja riesig. Oh, verzeihen. Ich war so von der Größe des Steines beeindruckt, dass ich mein Gebiss herausgenommen habe. Sind noch ein paar ohne Katze? Miau! Hey, das Betreten der Grünfläche ist verboten. Also du hast 4 Pfoten. Dann ist es egal. Gut, ist hier was? Ist also eine Kiste. Jo, ich kann sogar hin. Da haben wir Spezialriegel. Sonst ist da aber nix. Da ist eine Tür. Aber da komme ich gar nicht rein. Echt eine coole Mucke. Hey, was glaubt ihr, wie es im Stadion aussieht? Ich wette, es ist total toll. Ja, dann geh halt rein. Herzlich willkommen in der Titanen-Arena. Der Austragungsort der Eröffnungszeremonie und des FFI-Finales. So, ist hier auch was? Das sieht man nichts. Nö, da wird nichts sein. Hier drüben wird ja auch nichts sein. Und Spiele. Gaudia Trophy Severin Pagoda. Die Dickicht-Dribbler. Der obere Ball. Kein Problem. Das mache ich doch locker mit links. Komm her, komm, komm her. So, und Richterspruch, die neue Technik. Genau, da ist der große Fuß von oben. Passend zum kleinen Ironside. So, und bringt ein bisschen mehr. Xavier und Mark kriegen bald ein Level Up. Hallöchen. Anscheinend wird hier in der Titanen-Arena das größte Finale der FFI ausgetragen. Ihr werdet euer Bestes geben. Um es wird bis dann zu schaffen, oder? Es wäre toll, euch im Finale anführen zu können. Ja, das kriegen wir schon hin. Null Problemo. So, mal gucken, ob ich hier noch irgendwo speichern kann. Wunderbar. Aufladen sogar auch. Super. So, wunderbar aufgeladen und bevor es weitergeht, will ich auch mal was gucken. Ich glaube, das sehe ich jetzt noch nicht, aber es wäre für mich auch sehr interessant zu wissen, denn ich bin mir noch nicht 1000% sicher, aber es müsste eigentlich hier sein, dass es am Ende hier eine spezielle Fußballtour gibt, die es angeblich nur bei Team Ogrekraft angibt, also bei Explosion und Kettenblitz ist sie nicht da. Aber hier müsste dann später ein bestimmtes Mädel stehen. Wer ist jetzt, sage ich mal, nicht aus Spoilergründen. Und die müsste dann mir eine weitere Fußballtour geben. Die bisher einzige, wo ich noch nicht ganz sicher bin, ob die klappt, aber eine müsste ich dann später, wenn ich das Spiel durchgespielt habe, hier stehen und mir zur Verfügung stehen. Ich hoffe, das ist so, sonst wäre es ein bisschen blöd. Also wüsste ich nicht, wie ich die kriege. Aber erstmal Küsten aufreißen. Prachtarmband. Da war ich noch irgendwo was. Hier irgendwo, genau. Hier habe ich ein super Tonikum. So, und hier rechts komme ich auch zu einer Kiste. Sehr schön. Mit Kraftamulett Bronze. Turniertipp Nummer 1. Drang des Turniers Unterlevel der Teams, auf die du triffst, basieren auf deinem Teamlevel. Ha!
Ah, das stimmt, das sind ja die komischen Turnierleute, oder? Waren es die beiden? Ach ja, genau. Das war ja das Zeug hier. Stimmt ja, das war das hier. Nö. So, okay, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir im nächsten Part hier rein. Erstmal den beiden noch. Herzlich willkommen in Inazuma Japan. Und viel Glück in der FFI Endrunde. Also weit sind wir ja noch nicht. Der Ballast liegt direkt hinter diesen Türen. Oh. Wenn ich doch noch einmal die Zeit hätte, etwas vom Spiel mitzubekommen. Dann guck doch Fernsehen. So, gut. Also wie gesagt, im nächsten Part gehen wir mal rein in die Titanarena und dann nehmen wir uns mal die fette Eröffnungszeremonie an. Dann sehen wir auch erstmalig alle Gegner, die wir dann im Laufe des Spiels noch hoffentlich besiegen werden. Und noch ein paar weitere, gegen die wir nicht spielen können, aber dann später per Fußballtour bekämpfen können. Das wird auch sehr cool. Und ja, bald geht's richtig los. Das wird richtig episch. Also, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.